Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Einfach-Börse-Seminar zum Thema ETF oder ETFs, Exchange Traded Funds auf gut Bayerisch, mit Manfred Schmidt aus der Marktsteuerung und Ulrich Kirstein. Servus zusammen. Manni, grüß dich. Du bist ja ein ganz alter Börsen, nein, kein ganz alter, aber ein rüstiger Börsenhase schon lange im Geschehen, eigentlich schon im Geschehen als Makler erst. Und dann an der Börse München, als es diese ETFs noch gar nicht gab. Wir werden irgendwann noch drauf kommen, seit wann es die eigentlich gibt. Und eigentlich eine ganz tolle und einfache Sache, oder? Ja, sind eine tolle Sache. Ob sie so ganz einfach sind, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber auch bei ETFs ist es so, Information ist alles und man muss sich schon ein bisschen drüber informieren. Und das wollen wir ja auch den Leuten jetzt heute etwas näher bringen. Genau, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, so ungefähr, Sie hinlänglich zu verwirren. Aber wenn es eben so einfach wäre, hätten Sie sich nicht so zahlreich zugesandt. Herzlich willkommen noch einmal. Und wir gehen gleich in die Präsentation hinein. Sparpläne wird ein wichtiges Thema sein. Das hat ja die ETFs eigentlich noch mal so richtig befeuert. Gibt es auch noch gar nicht so lang. Und Vermögensaufbau leicht gemacht, Diversifizierung, das sind alles Stichpunkte, die auf ETFs zutreffen. Wie immer der Disclaimer: Alle ETFs, wir benennen ein paar, gerade der meistgehandelten bei uns an den Börsen, sind einfach nur Beispiele und sollen natürlich von uns keine Werbung darstellen. Wir kriegen auch nichts von den Nein, ETF-Emittenten. alles, was wir hier sagen, sind keine Empfehlungen. Sind keine Empfehlungen. Und genau. So, wir wollen starten. Warum ETFs Vermögen bilden, was ETFs eigentlich so genau sind und welche Arten es gibt. Es gibt nämlich da doch einiges zu beachten. Dann eben nochmal gehen wir auf Sparpläne ein und das dein Steckenpferd über den Börsenhandel, wie und wann handeln. Sollten Sie vielleicht schon unser Aktienseminar besucht haben, dann wird das irgendwie eine Art Wiederholung für Sie sein. Oder Sie holen sich einen Kaffee oder einen Glühwein in der Zeit. Und am Schluss machen wir nochmal so abschließend Vor- und Nachteile von ETFs. Vielleicht nochmal, warum wir, das kennen Sie dann vielleicht auch schon. Die Börse München hat zwei Börsenplätze, die öffentlich-rechtliche Börse München, nämlich einmal GETTEX und einmal Börse München. Drum hinter uns diese beiden Signiers. GETTEX einfach schnell, ohne Courtage, ohne Börsenentgelt. Börse München so eher die traditionelle Börse. Aber wir wollen in medias res gehen. Warum ETFs Vermögen bilden? Für gebildete Vermögende, könnte man sagen. Genau. Das versuchen wir jetzt. Also, auch das habe ich schon, oder haben wir bei den Aktien schon genannt. Mir geht es bei den Pfeilen, bei den Kurven, eigentlich bei den Charts nur um die letzten Pfeile. Da sehen Sie, dass sie immer nach oben gehen. Insofern sehen die Konjunkturerwartungen ganz gut aus. Manche denken, dass es 2024 ein besseres Jahr wird. Andere ahnen eher Schreckliches, aber trotzdem Soft Landing in den USA wird wohl funktionieren, also dass es nicht in eine Rezession geht dort. Du willst Naja, was es sagen? kommt darauf an, ne? Wir sehen halt einfach momentan in den letzten Wochen, dass an der Börse eben ein halbes Jahr im Voraus gehandelt wird. Momentan sind nur die Zinsen im Fokus. Wir haben gute Inflationszahlen. Man spekuliert darauf, dass jetzt Mitte nächsten Jahres oder im Lauf des ersten, zweiten Quartals die Zinsen schön langsam wieder gesenkt werden. Und das nimmt die Börse jetzt vorweg und lässt jetzt die momentane Haushaltskrise, die wir in Deutschland haben, die momentane Konjunkturkrise, die wir in Deutschland haben, erstmal völlig außer Acht, weil man eben sagt, wenn die Zinsen wieder runterkommen, dann wird sich auch das von selbst regeln. Umso wichtiger ist, dass man möglichst breit diversifiziert, womit wir eigentlich auch beim Thema wären. Ich habe hier mal, in was Sie eigentlich alles mit einem einzigen oder mit ETFs investieren können. Sie können in Aktien weltweit, in Anleihen, in Aktien und Anleihen gleichzeitig, in Rohstoffe, Edelmetalle, Gold, Silber, Energie, Öl,
wenn sie auch regenerative Energien natürlich, wenn sie mehr darauf abzielen. Immobilien, momentan vielleicht etwas schwieriger. Kryptos laufen gerade wieder wie berühmte Schmidts Katze hinterher. Ja, momentan läuft alles. Momentan läuft alles. Steigt Brot, steigt Butter, sagt immer unser Kollege als Börsenpsychologe. Themen-ETFs gibt es auch, da werden wir noch darauf hinweisen, dazu kommen im Speziellen. Einfach und günstig investieren, also Aktien, es wird besser auch weiter. Das Aktienjahr 2023, eigentlich haben wir es lange schlecht geredet, aber es läuft sehr gut. Ich rede dann immer gerne von der Jahresendrallye, davon will der Manni immer nicht so recht. Was hast du jetzt? Aber habe ich jetzt. Und ich habe heute aus der FAZ mir aus dem Newsletter rausgeklaut. Danke an die FAZ. Hier die größten Aktienindizes im Vergleich. Also von Jahresanfang bis quasi gestern. Der DAX fast 20%, S&P 500 fast 21%, der französische 18%. Nur China schwächelt und das könnte natürlich nächstes Jahr auch noch einmal zur Konjunkturbremse führen. Ja, der United Kingdom, der FTSE, wie er so schön genannt wird, auch nicht so toll gelaufen. MSCI World, der beliebteste Index eigentlich für ETF-Anleger, kommen wir auch noch drauf, was da eigentlich drin steckt in so einem Index. 18%, aber natürlich die glorreichen 7, die im Nasdaq sind mit fast 47%. Also wenn man auf diese Indizes gesetzt hat und es nicht gerade der chinesische war, dann hat man eigentlich ein gutes Jahr hinter sich. Ja. Aber wenn ein ganzer Index gut läuft, muss es noch lange nicht, und auch das habe ich der FATS entnommen, bedeuten, dass auch jede einzelne Aktie toll läuft. Also irgendwie etwas heiter gesprochen, wenn ein IT lastiger, sportlicher Mensch, der auch Rüstungsgüter toll findet und in Heidelberg wohnt, auf die ersten 4 gesetzt hat auf der linken Seite, dann kann er sich auf die Schulter klopfen. Wenn aber ein Bayer und Siemensianer, der gerne im Internet einkauft und Pillen bei Merck kauft, in diese 4 unten investiert hat, dann sah es ziemlich blöd aus. Insofern ist der Durchschnitt, den ein Index halt dann abbildet, vielleicht doch die bessere Alternative. Auf jeden Fall die risikoärmere. Richtig. Da sind wir doch mal einer Meinung. Das ist einfach die Diversifikation. Genau, auf die wir immer wieder zu sprechen kommen werden in diesem Seminar. Vielleicht noch mal ganz kurz, dieser ETF-Markt. Es gibt in Deutschland 36 ETF-Anbieter. Also Sie können nicht klagen, dass Sie da zu wenig Auswahl haben. 3.500 ETFs sind im Angebot. Ich habe auch irgendwo gelesen, 500 pro Jahr ungefähr kommen neu hinzu. Also das Angebot ist gigantisch. Natürlich sind auch viele irgendwie gleich. Also jeder Emittent hat natürlich mindestens einen auf dem MSCI World. Das Volumen in Deutschland liegt auf 1,5 Billionen Euro, weltweit sogar auf 9 Billionen US-Dollar. Und Sie sehen hier nochmal, in was so investiert wird. Aktien, Anleihen, also auch bei uns Aktien, wir kommen bei den meistgehandelten noch dazu. Eigentlich Aktien sind so das Nonplusultra. Anleihen kommen so langsam hinzu, meist durch institutionelle Rohstoffe, Geldmarkt, Immobilien, Kryptowährungen, Portfoliokonzepte. Genau. So, vielleicht nochmal die größten Anbieter, damit Sie die schon mal gehört haben. iShares, die Tochter von BlackRock, also ganz oben ein Volumen von 660 Milliarden Euro in Europa. Amundi, X-Trackers, DWS, UBS, State Street und so weiter, bis zu DK Investment runter. Aber wie gesagt, ich habe mir die Quelle, kann ich auch gleich nennen, von Extra ETF, wenn Sie mehr rund um Statistiken, ETFs und so weiter wissen wollen. Dann ist es immer eine ganz gute Quelle. So, jetzt geht's dazu, was sind ETFs eigentlich so ganz genau? Das mache jetzt ich weiter, machst du weiter? Ich mache nicht weiter. Das macht jetzt du weiter. Dann kann ich mal meinen Frosch im Hals bekämpfen. Danke. Ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen. Was sind ETF, Exchange Traded Funds? Die werden immer verglichen mit den Fonds. Und der Unterschied ist, dass Sie beim Fonds haben Sie einen Fondsmanager, und die Fonds sind auch von den Verwaltungsgebühren relativ gesehen wesentlich teurer als ETFs,
der Fondsmanager, der legt diesen Fonds an. Das heißt, der hat zwar gewisse Vorgaben, aber in einem DAX-Fonds hat er natürlich sehr großen Spielraum. Und wie wir gerade gesehen haben, wenn er halt einfach die Bayer, die Siemens, Zalando und Merck in seinem Fonds drin hatte, dann hat der Fonds wahrscheinlich nicht ganz so performt, sind alles DAX-Werte und hat eben nicht die Benchmark übertroffen und hat schlechter investiert als die Benchmark. Beim ETF passiert das nicht, denn ETF sind passiv gemanagte Fonds. Das heißt, sie bilden einen Index ab, DAX oder NASDAQ 100 oder MSCI, und ohne dass ein Manager hier großen Spielraum hätte. Natürlich hat man da etwas Spielraum, aber der ist wesentlich kleiner als bei normalen Fonds. Wir haben das erste F gesehen 1993, Standard & Poor's Depository Receipt, SPDR genannt oder auch kurz SPIDER, um 2000. Erste ETFs in Europa, 2000, da fällt mir dann der neue Markt ein. Und heute haben wir an der Börse München, also in Max One, dem normalen Börsensystem, das wir haben, 2300 ETPs, und an der Börse GETEX über 2600 ETPs. Man sieht also schon, dass der Markt gerade hier sehr angewachsen ist, seitdem es ETFs gibt, und ist auch, sage ich mal, eine gute Sache, eben weil man nicht von einem Fondsmanager abhängig ist. Was ist die Basis für die ETFs? Das ist also meistens, oder das ist bei den Aktien, der MSCI World und der FTSE All World ist natürlich die größte Diversifikation, sage ich jetzt mal, die man machen kann. Dann aus den einzelnen Regionen gibt es den DAX, den S&P 500, den Dow Jones, den Eurostoxx, gut, Emerging Markets gibt es diverse Indizes. Hier muss ich allerdings auch sagen, also ein DAX 40 oder auch ein Dow Jones, der beinhaltet 30 der Dow Jones und 40 Werte der DAX. Da ist dann die Diversifikation schon nicht mehr ganz so gegeben. Ja? Vor allen Dingen, wenn man dann noch sieht, dass im DAX die 8 Werte eigentlich 50% des gesamten Index ausmachen. Ja? Dann gibt es natürlich auf alle Indexe, die es so gibt, SDAX, MDAX, gibt es ETFs, aber ich kann auch in Gold, Silber, Öl und, wir haben es ja schon gehört, in Krypto investieren. Also ich muss sagen, ich mag ja eigentlich Kryptowährungen nicht so, vor allen Dingen deshalb nicht, weil ich dann mein Geld in irgendein Wallet lege, das dann irgendwo im Nirvana verschwindet, und ob ich da wieder hinkomme oder nicht, also es gibt genug, die da drauf bezahlt haben. Wenn ich dann in Kryptowährungen eben investieren will, dann ist ETF auch eine gute Sache, weil das ist eigentlich ein Wertpapier. Es gibt dann ETFs, die auch auf Nachhaltigkeit, also verschiedene Themen haben. Habe ich schon gesagt, viele Indizes haben eben dann ein Klumpenrisiko, zum Beispiel eben der NASDAQ 100 mit den glorreichen 7, mit den großen Tech-Werten, oder auch der DAX 40 mit den 8 Werten, die eben 50% des Index ausmachen. Also wenn man in so einen Index oder so einen Index-ETF investiert, sollte man sich mal vorher schon schlau machen, und mal schauen, welche Werte sind in den Index drin, wie ist der Index gewichtet oder wie sind die einzelnen Werte gewichtet. Sieht man also sehr schön, wenn man eben den Index zum Beispiel in Google eingibt, publizieren alle möglichen Finanzinstitute eben dann den Index, und man kann sehen, wie der gewichtet ist und wie die einzelne Aktie da drin gewichtet ist. Gut, und ETF-Universum der Börse München. Börse München 2000 ETFs und bei GETEX 2500. Wir haben auf beiden Plattformen einen Finder. Muss also keiner irgendwie jetzt 2000 Werte durchschauen oder 2500 Werte, bis er das ETF seiner Wahl findet. Und was auch neu ist, was wir haben in GETEX, wir haben ein Listing on Demand. Wir sagen, da wünscht ihr was dazu. Das heißt, die Anleger, Sie können uns eine Mail schreiben, wenn Sie ein ETF haben, das bei uns noch nicht gelistet wird.
Dann geben wir das weiter an den Market Maker, der prüft es, ob er es listen kann. Es gibt da ein paar Voraussetzungen. Also ein Xetra-Handel vorher ist schon mal ganz, ganz nützlich. Und das sollte halt schon auch Umsatz haben. Und wir prüfen das dann und dann kann es sein, oder bei den meisten Fällen kommt es dann vor, dass es eben dann auch bei uns an der Börse gelistet wird, weil man kann also sicher nicht alles listen und auch unser Market Maker ist nicht allgegenwärtig und kennt also da alles. Darum sind wir da auch mal immer wieder sehr dankbar, wenn sowas kommt. Schlimmstenfalls schreiben wir halt dann, dass es der Market Maker nicht listet. Gut, das ist hier der ETF-Finder von Max One. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, ich kaufe ein ETF, dann überlege ich mir mal erst einmal, auf was will ich das kaufen? Ja, auf Aktien, Geldmarkt, auf Renten. Das sind die einzelnen Kategorien, die ich auswählen kann auf unserer Internetseite im ETF-Finder. Dann überlege ich mir vielleicht, welche Fondsgesellschaft. Gibt es von Amundi bis Wisdom Tree alle, 21 Shares, X-Shares, X-Trackers, X-Trackers, wie die alle heißen, kann man auswählen. Da gibt es bestimmt bei dem einen oder anderen auch Präferenzen, was er machen will. Wobei ich sagen muss, also Fondsgesellschaft ist nicht ganz das Entscheidende, denn die ETFs werden eigentlich getrennt vom Vermögen der Fondsgesellschaft geführt. Das heißt, auch wenn die Fondsgesellschaft pleite geht, kriegt man in der Regel dann sein Geld zurück. Also wie bei normalen Fonds auch. Genau, und fällt nicht irgendwie unter die Konkursmasse. Dann kann man das Fondsvermögen auswählen, auch größer, kleiner, ob es großes sein soll, ob es ein kleinerer Fonds sein soll. Ich würde da immer eher mal zu den großen tendieren, weil die auch meistens liquide sind. Welche Fondswährung will ich haben? Hier muss ich natürlich das Währungsrisiko beachten, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt ein ETF auf den Nasdaq kaufe, habe ich ja sowieso ein Währungsrisiko, denn die amerikanischen Aktien bewegen sich auch mit dem Dollar rauf oder runter. Also wenn ich auch hier ein Euro-ETF habe, werden die Preise in Euro berechnet und dann habe ich da auch schon mal ein gewisses Währungsrisiko, das allerdings bei ETFs zu vernachlässigen ist. Aber es ist anders, wenn ich ein ETF habe, das direkt auf US-Dollar geht. Dann habe ich natürlich ein bisschen größeres Währungsrisiko. Dann TER heißt Total Expense Ratio. Also auch ETFs sind nicht umsonst, sage ich jetzt mal, oder kostenlos, sondern unterliegen gewissen Gebühren, die allerdings wesentlich weniger sind als zum Beispiel bei gemanagten Fonds, weil bei gemanagten Fonds ganz einfach muss ich auch noch den Fondsmanager mitzahlen. Ne? Und hier muss ja der Fondsmanager auch am Anfang das auflegen und wenn im Index was sich verändert, muss er natürlich auch das ETF verändern quasi. Also ja. Ganz passiv bleiben darf er dann doch nicht. Richtig, aber da kommen wir dann noch drauf. Dann kann ich nach der Wertentwicklung pro Jahr schauen, hängt natürlich auch davon ab, wie hat sich der ganze Markt entwickelt, der ETF. DAX-ETF wird nicht alleine nach oben gehen, wenn der DAX 20% im Jahr verliert. Dann wird das ETF auch 20% im Jahr ungefähr verlieren. Ja. Welchen Anlageschwerpunkt hat das ETF? Deutschland, USA, je nachdem, Emerging Markets, was man hier eigentlich präferiert oder was man da haben will. Dann, wie wird das ETF nachgebildet? Da kommen wir dann noch drauf. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie das ETF den Index nachbildet. Dann, wie wird der Ertrag verwendet beim ETF ausschüttend? Das heißt, werden die Dividenden an den Anleger ausgeschüttet, die man einnimmt, oder sind die thesaurierend? Das heißt, werden die wieder in den ETF sozusagen angelegt? Wann wurde er aufgelegt? Ist jetzt für mich eigentlich nicht ganz so wichtig, und die Volatilität für ein Jahr, ja, hängt zusammen mit der Wertentwicklung. Wenn wir ein Jahr haben, wo es rauf und runter geht, dann wird die Volatilität relativ groß sein beim ETF auch. Und wenn wir ein Jahr haben, wo der DAX ein Strich, waagerechter Strich ist, wird die Volatilität auch beim ETF relativ gering sein. Ist also jetzt auch nicht der entscheidende Punkt. Das Gleiche haben wir bei GETEX.
Auch hier kann ich nochmal auswählen, Anlageschwerpunkt, welcher Anbieter, Ausschüttungsart, die Performance, dann die Sharpe Ratio, das heißt, es ist praktisch der Zinssatz oder der Gewinn verglichen mit einem risikolosen Zinssatz. Wie hat da das ETF performt gegenüber einer risikolosen Anlage? Dann auch die Anlagestrategie, die Fondsauflage, Replikation, kommen wir auch nochmal drauf. Und hier kann ich auch nochmal nach den jährlichen Kosten mindestens oder maximal filtern, wobei ich sagen muss, natürlich Kosten relativ wenig, oder? Relativ wie meistens unter 1%. Richtig, ja, auf alle Fälle unter 1%. Und dann eben auch nach der Branche, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien oder Geldmarkt und auch Fondsvolumen und die Fondswährung. Gut, kommen wir zu den Replikationen. Hat man vorher schon gesehen. Hier unterscheidet man zwischen den physischen ETFs und den synthetischen ETFs. Die physischen sind nochmal aufgeteilt in Sampling oder in voll replizierende ETFs. Das heißt, ein voll replizierendes ETFs bildet den gesamten Index ab. Ein DAX-ETF hat 40 Werte in seinem Portfolio, nach der Verteilung im DAX, genau nach der Gewichtung und geht eben dann mit den Werten dann mit rauf und runter. Problem ist, wir haben gesehen, MSCI World ist eigentlich das Beste, weil der ist am meisten diversifiziert. Der MSCI World hat 1500 Werte. Jetzt haben wir das Problem, wenn ich jetzt den MSCI World abbilden will, dann habe ich 1500 Werte in diesem Fonds drin, in diesem Fondsvermögen, die ich auch immer wieder anpassen muss. Und da wird es natürlich dann auch teuer, diese permanente Nachjustierung, denn das kostet ja auch Geld kaufen und verkaufen. Dafür gibt es dann jetzt einmal schon innerhalb dieser physischen ETFs das Sampling sozusagen. Die Fondsgesellschaft sucht sich die Werte raus, die den Index bewegen. Also ich sage es mal beim DAX, die größten 10 oder größten 15, ja, damit es diversifiziert ist. Da habe ich natürlich wieder das Problem des Klumpenrisiko, dass ich nur wenige Aktien drin habe, aber nichtsdestotrotz wird sich dieser ETF mit dem DAX mitbewegen. Das spart natürlich Geld, vor allen Dingen eben das Sampling ist meistens, also der MSCI World, der FTSE All World, einige Indizes bei den Emerging Markets, wo es auch schwierig ist, Aktien zu bekommen, die haben also dann das Sampling. Und beim DAX oder beim Dow Jones, da kann ich natürlich eher mal diese voll replizierenden ETFs machen. Die zweite Spalte sind die synthetischen ETFs. Das heißt, man nennt die auch Swap-ETFs. Das heißt, der ETF-Herausgeber schließt einen Vertrag mit einer oder am besten mit mehreren Banken ab und die investieren das Geld, das er durch diesen ETF eingenommen hat und bringen dann oder zahlen dem ETF-Herausgeber, den Emittenten, die Rendite und die Performance, die ungefähr die Performance des Index entspricht. Läuft es besser, verdient die Bank, die darf das Geld behalten, was sie mehr verdient. Läuft schlechter, zahlt sie leider drauf. Man bekommt also dann ungefähr auch das, was draufsteht. Der ETF geht mit dem Index mit und ja, gerade stehen tut hier die Bank. Problem ist dann nur, wenn die Bank pleite geht, aber auch da ist es so, dass auch da das Geld, das ich ja den ETF-Anbieter gebe, ich kaufe ja das ETF nicht von der Bank, sondern von dem ETF-Emittenten, eben getrennt vom normalen Vermögen ist, sodass ich auch da nicht in die Konkursmasse falle, wenn der da pleite gehen würde, weil eben die Bank ausgefallen ist. Soll man da jetzt drauf eingehen als Anleger? Sollte einem das wichtig sein oder... Was wäre deine Erfahrung?
Ja, es kommt darauf an, wenn ich, es kommt darauf an, in was ich investiere. Wenn ich jetzt in Kryptowährungen investiere oder in Rohstoffe, dann werde ich nicht um synthetische ETFs rumkommen. Ja, also für einen Anleger an sich ja, macht es nicht ganz so viel aus, weil er, wie gesagt, ja mit das Geschäft oder der kauft es ja von der vom Emittenten, iShares und so weiter, und nicht von der Bank, die das Geld bekommt und da praktisch das Geld anlegt und versucht eben den Index zu schlagen. Man kann jetzt praktisch eigentlich sagen, die Bank ist der gemanagte Fonds. Okay. Ja? Aber das Risiko trägt die Bank und nicht der Anleger, sondern der geht natürlich mit den Indexbewegungen beziehungsweise mit den Bewegungen des Underlying, sagen wir es, Underlying Gold, Krypto oder. Hier haben wir die meistgehandelten ETFs von 2023. Man sieht bei beides Male der MSCI World und auch der FTSE All World ist ganz vorne mit dabei. Einmal thesaurierend, einmal ausschüttend. Also die Kunden achten da schon drauf, dass die ETFs möglichst breit gestreut sind. Auch beim S&P ist es nicht der S&P 100 oder was da gibt, sondern der S&P 500, wo schon wesentlich mehr Werte drin sind. Und auch beim MSCI Emerging Markets ist ein sehr großer Index, wo sehr viele Werte eben aus den Emerging Markets vertreten sind. Jetzt haben wir hier ein paar Ausdrücke drauf, die das vielleicht nicht jedem was sagt. Das ist zunächst einmal das, was mir ins Auge sticht, UCITS. Was heißt das? Okay, haben wir hier nochmal den MSCI. Überspringen wir jetzt einmal, kommen wir dann zurück. Der UCITS heißt auf Englisch Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Zu Deutsch OGAW. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere. Sagt auch nicht recht viel mehr. Nee. Im Prinzip ist das ein Qualitätskriterium für das ETF. Das heißt, mit UCITS, wenn das zertifiziert ist, oder OGAW, dann darf dieses ETF über Grenzen europaweit auch verkauft werden. Er darf maximal 10% des Nettovermögens in das Wertpapier eines Emittenten, also in einem Wertpapier, anlegen. Und wenn ein oder mehrere Titel 5% ausmachen, dürfen die zusammen nicht mehr als 40% des Nettovermögens betragen. Okay. Ein bisschen schwierig. Ja. Okay. Das ist das eine, was für den Anleger natürlich gut ist, weil dadurch wird das ETF breiter gestreut. Wie gesagt, beim Sampling. Da muss eben der ETF-Anbieter darauf aufpassen, dass er das so anlegt. Dann muss er auch, wenn es hier zertifiziert ist, muss er auch für den Anleger erst einen Prospekt erstellen, was sowieso sein sollte. Also ich würde kein ETF kaufen, wo es keinen Prospekt gibt. Und er muss Halbjahres- und Jahresberichte abgeben, wo eben dann auch der Anleger sehen kann, wie das ETF performt hat. Also wenn ich als Anleger zwei identische ETFs hätte und eine ist mit dem tollen UCITS und das andere ohne, dann eher mit dem UCITS als Qualitätsmerkmal. Genau. Könnte aber sein, dass es ein bisschen teurer ist. Könnte muss man halt sich entscheiden. Ein bisschen teurer sein. Wie immer Qualität hat. Bei Rohstoffen und bei Kryptos gibt es eigentlich kein UCITS. Okay. Sondern die sind UCITS fähig. Okay. Was das immer auch heißen will. Ja, ist aber also auch schwierig, so viele Ölsorten zum Beispiel. Richtig, ja. Okay. Aber es steht ja im Namen mit dabei. Also die haben das auch nicht im Namen mit dabei. Core heißt, dass der ETF langfristig investiert, breit diversifiziert und eben meistens auf breite Indizes geht. Das haben wir auch öfters mal im Namen. Wenn beim ETF ACC dabei steht, heißt es Accumulating. Das heißt, die Dividenden werden nicht ausbezahlt, sondern werden wieder in das ETF investiert. Genauso wie die IST, das heißt Distributing. Das ist ein Synonym dafür, dass die Dividenden ausbezahlt werden. Und dann, was auch öfters mal zu hören ist bei ETFs, ist der NAV.
der Net Asset Value. Das heißt, es ist der Nettoinventarwert. Das heißt, alle Vermögenswerte Werte abzüglich der Verbindlichkeiten werden also hier zusammengerechnet. Und das ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil des Kurses, wie dann der Kurs eigentlich zustande kommt. Jetzt haben wir eine Folie übersprungen, gehen wir nochmal zurück. Wir haben hier den iShares Core, klar, investiert in breite Indizes und in sehr viele Aktien. MSCI World, 1508 Aktien aus 23 Industrieländern und in jedem Land etwa 85% Marktkapitalisierung. Der Herausgeber ist MSCI, das ist ein sehr großer Player auf dem ETF-Markt. Wir haben 69% USA da investiert, 6% Japan und nur 2,8% Deutschland. Genau. 55 Unternehmen aus Deutschland sind da drin und genau. Das Gleiche ist der Vanguard FTSE All World, ist vergleichbar, sind rund 4.100 Aktien, ist eben genauso ein Core, würde ich mal sagen. Ja, oder eher mal auch Sampling. Und der Herausgeber ist eben FTSE und auch hier haben wir ungefähr die gleiche Verteilung wie beim MSCI World. Also egal wie der heißt, die bilden das eigentlich das gleiche ab. Und ich kann da kann man dann nochmal drauf in das ETF reinschauen und kann dann auch sehen, welche Aktien da drin sind und welche, sage jetzt einmal, meist ja, die größten Aktien, die da drin sind und welche den größten Anteil am ETF haben. Wobei, das noch vielleicht dazu, dass der FTSE All World schon auch Schwellenländer berücksichtigt. China, Brasilien, Indien und sowas ist alles bei MSCI World, wo man ja denkt, da ist die ganze Welt drin. Aber es sind nur die Industrieländer drin und nur der Westen quasi. Und auch über, es gibt ja dann noch den Emerging Markets von MSCI World. Und aber die Indexanbieter sind sich nicht mal einig, welche Länder gehören denn da dazu und welche nicht. Richtig. Zum Beispiel eine sagen, Südkorea ist ein Emerging Market, die anderen sagen, es ist ein Industrieland. Also es lohnt sich wirklich immer so ein bisschen in die Indizes als Basis auch hineinzugucken, wenn man da mehr dazu wissen will. Drum am Anfang von mir, Information ist alles an der Börse. Genau. Gut, gehen wir da. Na? Du bist denn jetzt drauf? Geht's weiter? Gib mal, was auch immer du gemacht hast. Gut, ja, bin ja Börsenhändler und kein ITler. Ne? Du musst am Rad drehen, nicht okay. Am Gut, ich habe gesagt, ETFs sind auch nicht umsonst. Kosten natürlich auch Geld, weil auch die Transaktionen Geld kosten, aber sie sind sehr günstig. Die Verwaltungsgebühren bei gemanagten Fonds, wie schon gesagt, sind je nach Fonds viel höher, also über 1% auf alle Fälle. Ich kenne also da, glaube ich, keinen Fonds, der unter 1% ist. Klar, je aufwendiger das reproduziert wird, das heißt, hat man schon, MSCI World ist sicher, wenn der voll repliziert wird, teurer als wie ein DAX 40, wo es eben nicht so viel ist. Aber es gibt natürlich auch unter den Emittenten, ETF-Emittenten, Preiskämpfe. Das sind alles sozusagen untereinander Konkurrenten, denn jeder Emittent hat ein DAX-ETF 2-3, ein MDAX-ETF 2-3, MSCI World. Ja. Gut, was mache ich als Anleger? Ich gehe her und suche mir den billigsten aus. Ja. Also das ist eben das Total Expense Ratio, das heißt, was kostet mich der ETF im Jahr? Zum Beispiel 0,2% maximal kann ich eingeben. Sind 702 ETFs auf der Börse München, die maximal 0,2% kosten. Also 0,2% ist wesentlich weniger als 1%. Und ich habe dann auch noch die Gewissheit, dass sich mein ETF so mitbewegt, wie auch der Index wirklich ist und ich nicht von irgendeinem Fondsmanager dann auch abhängig bin. Aber gut, dass du das gesagt hast, dass es billiger ist als 1%. Der PISA-Studie ist mir ja nicht sicher, ob das allgemein bekannt ist. Aber bei unseren Zusehern natürlich. Dann gut, beim Spread ist auch, würde ich auch den wählen, also je liquider der ETF ist, desto geringer ist der Spread. Spread heißt Ankaufs- und Verkaufskurs.
Unterschied zwischen Geld- und Briefskurs. Unterschied zu dem Kurs, wo ich kaufe und zu dem Kurs, wo ich verkaufen kann. Würde ich mir immer den raussuchen, wenn ich zwei zum Vergleichen habe, wo dieser Spread eben am geringsten ist. Und dann, wir hatten ja Jabame, die Börse GetEx, die bei uns eben völlig ohne Börsenentgelt ist und man zahlt auch keine Courtage. Das heißt, you get what you see, den Kurs, den Sie sehen, der wird auch, den kriegen Sie auch, ohne dass hier noch Gebühren drauf kommen, im Gegensatz zu den anderen Börsen und zur Börse München, zu Max One, wo eben das Börsenentgelt noch dabei ist und auch die Courtage. Man sieht da ja auch, wenn man es auch lesen kann, da ist wirklich bei den meistgehandelten, die da immer wieder vorkommt, das ist ja erst die zweite Nachkommastelle. Richtig, ja. Also das ist der MSCI World und der ist schon sehr eng für den. Ja. Andere Richtung. Gut, was bekommen die Anleger? Die ETFs bestehen aus einer Vielzahl von Werten und das Beispiel sind die DAX 40 Aktien oder die 1500 MSCI World Aktien. Die Einzelwerte verändern sich natürlich sekündlich im Kurs. Das heißt, wie wird dann der Preis vom ETF ermittelt? Da haben wir also diesen indikativen Net Asset Value, den die Börsen veröffentlichen und auch der Emittent. Und es sind berechnet also einen Näherungswert der Einzelkurse. Aber ein ETF spielt zwar nicht die ganz große Rolle, wird sich auch mit Angebot und Nachfrage der Kurs etwas verändern. Aber die große Veränderung ist eben durch das Underlying und durch den Netto-Inventarwert. Komm, ich drehe für dich, du kannst ja einfach nur kaufen, verkaufen drehen. Gut, welche Informationen hat man schon gesagt? Ich würde mir, bevor ich ein ETF kaufe, das immer auch ansehen. Was es da für Informationen gibt, gibt es auch auf unserer Internetseite. Also das heißt, Auflagedatum ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber die Vorwährung ist zum Beispiel wichtig, ob es Euro, US-Dollar oder was es ist. Klar, wenn ich das habe, möchte ich auch wissen, ob ich Kohle kriege oder nicht, also thesaurierend oder nicht. Was für eine Nachbildung das ist, optimierte Replikation oder eine volle Replikation. Das hier ist der MSCI World, das ist sozusagen Sampling. Welche Fondsgesellschaft? Ja, da gibt es, ich würde halt auch immer eine der größeren nehmen, aber da gibt es sicher irgendwelche Präferenzen von Anlegern, die sagen, nee, ich will nicht BlackRock, ich will Amundi oder ich will WisdomTree, weil die kenne ich oder die lese ich immer und so. Das muss eben jeder selber wissen, wann das Geschäftsende des Fonds ist. Und hier haben wir dann die laufenden Kosten, 0,2%, das ist das Expense Ratio. Und meiner Meinung nach das Wichtigste sind dann die größten Positionen. Und man sieht hier, wir haben ja gesagt, steht auch drauf, UCITS ETF. Die größten Positionen ist zum Beispiel Apple, Amazon sind schon nur noch 2%, Alphabet 1%. Und dann geht es halt hier nach unten bis 0,84 bei Eli Lilly. Und 86 oder fast 87% sind dann eben restliche Positionen, die kleiner sind als diese 0,84%. Das heißt, der ist schon sehr stark diversifiziert und hat schon sehr viele Aktien mit drin. Und das ist, hier kann man auch schön darstellen, wie das UCITS ist. Wenn wir jetzt also hier Aktien hätten, die über 5% sind, dann dürften diese Aktien, die über 5% sind, nicht 40% der Fondssumme übersteigen, was hier auch bei Weitem vermieden ist. Also wir haben gerade jetzt mal bis 0,84 runter 14%. Also der ist schon sehr stark diversifiziert. Gut, die Kursdaten kann man überall sehen und auch das Volumen. Ich würde also auch immer auf das Volumen schauen, was da umgeht und würde nicht irgendein ETF kaufen, wo ich sehe, da ist Umsatz null seit ein paar Tagen. Ja, das ist sowieso wichtig, auch für die Anleger, dass wenn man dann sich den Kurs holt, sieht man auch auf der Internetseite, wenn man das ETF dann hat bei uns, dass man auch mal die Stückzahlen beachtet, die dahinter stehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Die sind genauso wichtig wie Geld- und Briefkurs.
Denn wenn ich halt einfach, wenn da dort steht 1000 Stück, dann sind es halt auch 1000 Stück. Und wenn ich dann 5000 Stück ordere, dann kann es sein, dass ich einen anderen Kurs kriege. In dem Fall entsprechend dann höher oder je nachdem, was ich mache, Kauf oder Verkauf niedriger als wie für 1000 Stück. Dafür gibt der Market Maker auch diese Stückzahl ein. Und ich drehe weiter. Nicht einschlafen. Nein, nein. Ich bin so gebannt, lausche so gebannt. Gut, wir haben auch schon gesagt, man unterscheidet nach thesaurierend und nach ausschüttend. Beim Performance Index wird sozusagen die Dividende automatisch mitgenommen, weil es also in der Basis auch enthalten ist, wie zum Beispiel beim DAX, wo man also, wenn man mal den DAX anschaut und man schaut jetzt nur den Chart an, wo die Dividenden nicht drin sind, nur die Kurse, da wären wir jetzt beim DAX irgendwo bei 8.000. Mhm. Und inklusive der Dividenden sind wir jetzt bei 16.800. Also Dividenden sind da schon sehr wichtig. Das heißt, die Auszahlungen fließen in den ETF zurück und das ETF entwickelt sich eben dann auch besser als der Basisindex. Bei ausschüttend heißt es, es ist halt einfach ein passives Einkommen für jeden. Das muss jeder selber wissen, ob er jedes Jahr Geld haben will davon oder nicht. Und die Ausschüttungen fließen dann direkt auf Girokonto. In den USA haben wir oft vierteljährliche Dividendenzahlung. Das heißt, die zahlen vielleicht dann öfters auch vierteljährlich aus. Oder es gibt auch ETFs mit monatlicher Dividendenzahlung, ist allerdings dann sehr gering. Also hier erhält der Anleger eben ein zusätzliches Einkommen. Muss er dann selber wissen, was er damit macht. Und beim Thesaurierenden ist es so, dass eben für einen Anleger das neu angelegt wird und er eben da auch vom Zinseszinseffekt dann profitiert. Vielleicht will einer Mietzuschuss haben oder so, ja. Irgendwie über seine. Genau. Thematische, soll ich das eigentlich machen? Ja, das ist wir nicht. Hatten irgendwie das mal so. Ja. Genau, eine eher neuere Gattung ist, dass es thematische ETFs gibt. Da gibt es auch spezielle Emittenten eigentlich, die sich darauf ausgerichtet sind. Ich habe da so ein paar Rice, Hanf, ETF, Invesco, FANEC für Rohstoffe, Gold und so weiter. Vor allem sind die sehr aktiv, auch Goldminenbetreiber schauen die Wisdom Tree. 21 Shares eigentlich fast ausschließlich auf Kryptos, Bitcoin, ganze Körbe mit verschiedenen Kryptowährungen, die anbieten. Und Rice ETF, die geben immer so heraus, die Zahlen, welche Themen jetzt beliebt sind und welche die größten Mittelabflüsse haben. Die habe ich jetzt mal weggelassen, aber hier sieht man Robotik, Automatisierung, künstliche Intelligenz. Das sind natürlich die Themen, die gerade durchs Dorf getrieben werden, kann man sagen, ja, übers Börsenparkett. Wobei ich sagen muss, wenn du hast jetzt Körbe erwähnt, wenn jetzt klar kann ein Emittent hergehen und einen Index selbst entwickeln oder einen Aktienkorb machen, der ist natürlich dann für einen Anleger schwer nachvollziehbar. Ja. Da kann ich zwar schauen, welche Aktien da drin sind, aber wie dann die einzelne Kursbewegung ist natürlich schwierig. Ist natürlich einfacher beim MSCI World Index oder beim DAX oder beim Dow Jones oder S&P, wo ich das Internet aufmache und dann sehe ich, ja, der ist halt 1% gestiegen, müsste eigentlich mein ETF auch 1% gestiegen sein. Also von daher. Wobei es gibt ja auch unendlich viele Indexanbieter inzwischen, auch kleinere, die eben ganz viel Solaktiv oder so, die ganz viele Indizes auch anbieten. Also die müssen die gar nicht selber basteln, die Emittenten wahrscheinlich größtenteils. Aber da stimmt schon, da herauszufinden, was da drin steckt, wie sich der entwickelt und so weiter. Da muss man fast auf die Webseite der Indexanbieter gehen. Richtig. Und auch da kriegt man es gar nicht so ohne weiteres. Man muss den Emittenten da schon ein bisschen glauben, Scharia-Konformität ist lustigerweise oder interessanterweise auch sehr weit oben. Luxusgüter, neue Energien, Klima und Umwelt, klar, das sind so, die Cybersecurity ist auch immer noch so ein Thema, was immer mal wieder gespielt wird. Aber man sieht schon insgesamt, die ganzen ETFs auf diese Gebieten haben nur 114 Millionen Dollar, das hat der MSCI World Index von vorhin schon alleine. Also da muss man schon schauen, dass das oft sehr kleine ETFs sind, die dann auch mal zugemacht werden können, wenn da nichts geht. Ja, die können auf der einen Seite zugemacht werden oder fusionieren, wenn eine Gesellschaft zwei ETFs hat, die ungefähr auf die gleiche Thematik sind, können die auch schon mal fusionieren. Das heißt, man kriegt aber dann
nicht null, also sein ETF ist dann nicht nichts wert, wenn das fusioniert, sondern kriegt eben dann den anderen zurück. Und man muss einfach sehen, Klima, Umwelt und auch die neuen Energien, die sind jetzt, sage jetzt mal, die neuen Player am Markt, was jetzt neu gespielt wird. So lange diskutieren wir da noch gar nicht drüber. Und ich glaube, wenn jetzt mehr darauf aufspringen, wird natürlich versuchen, jeder ETF-Emittent da mit in dem Zug mitzufahren und dann da auch eben mehr ETFs eben auf diese Themen zu emittieren und herauszugeben. Wobei da an der Börse, da ja neue Energien nicht gerade so das beste Jahr hinter sich gebracht haben. Aber so, ich weiter, du weiter, ich weiter. Also eigentlich der Überbegriff, wir nennen immer das ETF-Seminar und sprechen von ETFs, weil sich das so eingebürgert hat und das eigentlich das Thema ist, was die meisten Leute kennen. Aber der Oberbegriff ist eigentlich Exchange Traded Products, weil eben mehrere Sachen darunter sind. Es gibt nämlich noch die ETCs und die ETNs, wobei ich mich eher auf die ETCs konzentrieren würde. Exchange Traded Commodities, also Rohstoffe, da kann man wirklich in Edelmetalle, Gold und Silber, Industriemetalle sind ja auch im Kommen, seltene Erden oder so ist da so ein Stichwort. Aber man braucht ja auch für die E-Mobility ganz viele Industriemetalle, wobei Silber so ein Twitter ist zum Beispiel auch, das ist ein Edelmetall, braucht man aber auch für die Industrie. Agrarrohstoffe spielen natürlich auch eine Rolle, die sind meist physisch besichert, das Gold liegt im Tresor, aber hat jetzt iShares Öltanks, weiß ich nicht so genau, aber es ist... Ja, das sind dann eben die synthetischen ETFs, wo es dann eben das Geld an eine Bank geben, die dann wiederum in welchen Instrumenten auch immer, Öl-Futures, also es wird keiner das Öl physisch kaufen, meiner Meinung nach, denn ich glaube nicht, dass es so viel Öl am Markt gibt, so viele ETFs, wie es gibt auf Öl. Ja. Und als Anleger muss ich einfach auch sehen, dass gerade bei Commodities, ja, ist schwierig, wie will ich an Commodities da teilhaben? Gold, Silber, sage mal, bin ich noch dabei, wobei das auch wesentlich teurer ist, jetzt effektiv Gold zu kaufen und mir das in den Tresor zu legen. Oder daheim sowieso nicht, ja, wenn eingebrochen wird. Also wenn ich dann auf Gold spekulieren will, dann kaufe ich mir ETF. Aber bei Öl wird es ja noch schwieriger. Ja. Ich kann ja nicht meinen ganzen Garten untermauern und einen Öltank hinmachen oder Weizen, egal was es ist. Also mit ETFs kann ich da überall drauf spekulieren, sage ich mal. Genau, aber, und das ist das Besondere an ETCs und ETNs, die sind jetzt eben kein Sondervermögen. Also die sind nicht herausgelöst. Und wenn der Emittent pleite geht, dann ist das ETF auch weg. Ja, und man sollte dann schon einen der größeren Emittenten da nehmen. Darum kann man das ja auch auf unserer Internetseite auswählen. Und also, man kann da mal schauen, wie viel ETFs hat der im Umlauf, was geht da um. Und da sind halt einfach die Xtrackers oder die iShares oder auch Amundi sind halt einfach auch die größeren Emittenten. Und da ist es, sage ich jetzt mal, relativ sicher. Aber was ist schon an der Börse sicher? Und da ist es ja dann vielleicht auch nicht so ganz unwichtig, wenn man sieht, ah, der ist schon 15 Jahre alt oder so, der ist unwahrscheinlicher. Oder. Ja. Aber trotzdem, wie heißt es immer, der Blick in die Vergangenheit ist keine Garantie, dass es in der Zukunft genauso läuft oder so ähnlich. Kennen Sie, aber auf jeden Fall. Ja, ich würde auf alle Fälle, hier steht es ja dort, ein Ideal zur Abrundung eines Depots. Ich würde also nicht mein gesamtes Vermögen irgendwo in ein Öl-ETF stecken oder in ein Gold-ETF. Das ist einfach zur Beimischung vom Depot, wo ich das einfach habe, wir kommen dann sicher bei den Sparplänen dann nochmal drauf. Genau, und auch Krypto-ETFs sind eben ETCs eigentlich. Genau, ETNs, Exchange-Traded Notes sind eher eine Randerscheinung, sind auch eher mehr Derivat als werden auf Währungen, Devisen investiert und es sind auch Anleihen. Keine Sondervermögen. Anleihen, genau. So, gehen wir weiter. Dann gibt es noch Sondertypen, auch schon fast Richtung Derivat, nämlich es gibt Hebel-ETFs. Ja, also wenn Sie den Index 1:2 nachbilden, dann richtig wie es hier steht, der DAX steigt um 4%, das ETF steigt um 8%. Toll. Aber Vorsicht,
keine Chance ohne Risiko. Auch wenn es in die andere Richtung geht, gilt es genauso. Der DAX fällt um 4%, fällt mein ETF-Prozent. Mein ETF um 8%. Also da wirkt sich dann der Hebel schon auf. Und es gibt mit Faktor 2, Faktor 3, das muss dann jeder selber wissen, welches Risiko man da gehen will und wie gut man da in der Nacht schlafen kann, welcher Anleger man da ist. Oder ob man dann nicht gleich auf irgendein Zertifikat geht und DAX-Zertifikate macht. Also das geht schon sehr weit in die Derivativen und so ein Hebel, ja, da braucht man dann schon auch Nerven dazu. Ich hatte das Gefühl, dass die waren mal ganz beliebt, aber ich sehe immer die meistgehandelten pro Monat oder so, also da ist eigentlich keiner dabei. Ja, das Problem ist immer bei den Anlegern, dass, ich sage jetzt mal, die sind also natürlich immer sehr gierig und wollen immer sehr viel verdienen und das geht auch lange Zeit gut, wie man jetzt auch in den letzten Wochen, wäre es sicher, wenn man die Entwicklung vorausgesehen hätte, dann hätte ich mir jetzt auch ein ETF mit einem Hebel von 3 gekauft. Aber man sieht es halt nicht voraus und es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und da muss man eben schauen, was für Anlegertyp man ist, ob man eher risikofreudig ist oder nicht so risikofreudig ist. Vor allem, weil ETF ja eigentlich, und das ist ja schon so der Tenor, was, wenn wir auf den Sparplänen kommen, was für die Langfristanlage ist. Und das sind ja eher Sachen, puh, da muss ich schon gucken. Aber, kurzfristig immer mal wieder ins Depot gucken. Noch mehr, wenn ich auf fallende Kurse setze, wie gehen halt short, entwickeln sich gegenläufig zum Index, ja. Und die Fondsgesellschaft führt dann diese berühmten Leerverkäufe durch. Richtig. Weißt du, warum Short-ETFs eingeführt wurden? Hat mir mal ein alter Börsenhändler gesagt. Also nee. Noch ein älterer Börsenhändler als ich bin. Boah. Damit hat das nicht gesagt. Damit die Händler auch Geld verlieren können, wenn der Markt nach oben geht. Ah ja, okay. Also kommen wir zum Gegenteil, quasi zum langfristigen Vermögensaufbau, die Sache mit den Sparplänen. Und die sind eigentlich noch gar nicht so alt. Im September 2010 wurden die ersten Sparpläne aufgelegt. Das kam auch heute von iShares bei mir in mein Postfach. Das Sparbuch der Zukunft nennen die das. Das ist aber dann genug der Werbung. Seit 2019 hat sich die Zahl der Sparpläne jährlich verdoppelt. Ende dieses Jahres rechnet damit, dass 200 Milliarden Euro in Kontinentaleuropa in Sparplänen angelegt sind. Allein 135 Milliarden in Europa, in Deutschland, also Deutschland ist der Treiber eigentlich. Also wir, wahrscheinlich, weil das Wort Sparen davor ist, oder? Weil wir sind so Sparfüchse ja eigentlich in Deutschland. Ja, das denke ich auch, denn wir sind ja nicht so die Aktienanleger, was unsere Altersvorsorge betrifft. Also Sparpläne sind erstmal auf alle Fälle was für die jungen Leute. Wenn hier welche drin sind, würde ich auf alle Fälle machen. Für uns zwei sind die jetzt nichts mehr. Ach. Aber ich habe welche. Ich auch. Auf und, meine Kinder. Und der Vorteil von Sparplänen ist, dass ich nicht jedes Mal eine Aktienanzahl kaufe oder eine ETF-Anzahl kaufe, sondern ich sage im Sparplan, wie viel Geld ich anlegen will. Also sage jetzt mal jeden Monat 150 Euro. Oder 50 Euro, ich glaube, es geht runter bei manchen Anbietern bis 10 Euro. Bis 1 Euro inzwischen sogar. Ja, aber gut. Was das bringt, ist die andere Frage. Und dann wird eben für diesen Betrag werden ETFs gekauft. Ich habe also dann im Depot auch ETFs, also 10,6, 10,9, 11,3, je nachdem. Weil für diesen Betrag die ETFs gekauft werden. Vorteil von dem Ganzen ist, wenn der Markt nach unten geht und schwach ist, werden relativ viele ETFs gekauft, weil dann sind einfach 150 Euro, sage ich jetzt einmal 15,2 ETFs. Wenn der Markt nach oben geht und das ETF teurer ist, dann werden eher weniger oder dann werden weniger gekauft. Dann sind vielleicht 150 Euro nur noch 11,5 ETFs. Dadurch habe ich natürlich dann auch einen guten Durchschnittskurs. Was ich nicht machen darf, ist
jetzt jeden Tag da drauf schauen, sondern es ist wirklich, hier steht es ja, ist das Sparbuch der Zukunft. Ich nehme Geld her, das mir nicht wehtut, das ich jeden Monat da überweise an meine Bank, die das anbietet, und mir einfach jeden Monat diese ETFs kauft. Nachdem ich das in sehr geringen Beträgen machen kann, muss ich mir eine Bank aussuchen, die also nicht dauernd die Mindestgebühr verlangt, sondern auch dementsprechend den Sparplan billig anbietet. Und nachdem ich es in geringen Beträgen machen kann, kann ich natürlich da auch schon diversifizieren. Dann kann ich sagen, okay, ich kaufe mir ein DAX-ETF, ich kaufe mir ein Gold-ETF. Muss ja nicht immer im gleichen Monat sein. Ich kann also jetzt hergehen und kann sagen, okay, im Januar kaufe ich mir das DAX-ETF, im Februar sollen sie ein Gold-ETF kaufen und im März kaufe ich mir ein MSCI World-ETF. Ja? Und nach diesen 3 Monaten wiederholt sich es wieder. Das heißt, im April kaufe ich wieder das DAX, im Mai wieder das Gold, schaue gar nicht auf den Kurs. Und das wird in Zukunft eben dann auch, meiner Meinung nach, die neue Altersvorsorge sein. Und wenn man sich jetzt auch mal das Renditedreieck von DAI anschaut, kann sich jeder anschauen beim Deutschen Aktieninstitut. Langfristig sind eben die Aktien dann immer wieder gestiegen, auch wenn zu meiner Zeit der Gorbatschow in Kuwait einmarschiert ist oder dann eben auch ein Flugzeug mal auf dem falschen Hochhaus gelandet ist, wo es dann Crashes gegeben hat. Wenn man dabei geblieben ist, hat man diese ganzen Verluste mehr als wieder aufgeholt. Und genauso ist die Idee eben da bei den ETF-Sparplänen, dass man das langfristig macht und eben dann, wenn alle Panik haben, dann kauft halt das ETF mehr, der Sparplan mehr ETFs. Und wenn alle himmelhoch jauchzend sind, wie wir jetzt sind, dann kauft jetzt der Sparplan eben weniger ETFs, weil ich das eben mit einem ausmachenden Betrag mache. Dafür kann ich ja, dafür ist dann das investierte Kapital auch wieder mehr wert. Also ich kaufe weniger dazu. Ich kann natürlich auch nicht auf Monate verteilen, sondern auch von 100 Euro 50 in DAX, 25 in Emerging Markets und so weiter in jedem Monat zahlen. Und du hast es so gesprudelt, dass du meine ganzen Folien schon übernommen und übersprungen hast. Dann kann ich mich jetzt kurz fassen quasi. Ich glaube, das war so das Wesentlichste, was man dazu sagen kann. Ich habe noch ein paar Zahlen dazu, wie es die Entwicklung der Anzahl an ETFs, die man, denn das war am Anfang auch, man konnte nicht in so viele ETFs, waren sparplanfähig, hieß es, glaube ich, oder heißt es? Jetzt sind es 3.500, die sie da zur Auswahl haben, mehr als es bei uns an der Börse gibt. Ja, sind auch Aktien sparplanfähig, aber dann bei Aktien ist es so, dass sie nicht keine Diversifikation haben. Ja, da habe ich ja gleich mal mit einem ETF 40 Werte oder 1.500 Werte. Ne? Genau. Ich habe hier nochmal eben ein Dauer, funktioniert ganz einfach, sie machen einen Dauerauftrag zum Kauf von ETFs, sie zahlen regelmäßig einen bestimmten Betrag ein, das ist ein langfristiger Vermögensaufbau ab 1 Euro, also wie gesagt, aber was man natürlich auch machen kann, sie können jederzeit sagen, ich zahle ab jetzt sofort statt 50 100 Euro oder ich fahre zurück, gerade steht der Urlaub an, ich setze mal aus, ich höre ganz auf. Man kann ja zwischendrin mal die Hälfte verkaufen, wenn man sieht, man liegt vorne, dann kann man die Hälfte von einem Bestand verkaufen und kann da die Gewinne sozusagen mitnehmen, was natürlich dann den Einstandskurs wieder verändert, aber ich kann da ganz normal agieren wie... Handeln damit, genau. Und man soll halt möglichst marktbreit investieren. Wenn ich meine Argus-Augen auf hätte, dann könnte ich sehen, was da steht. Aber die beliebtesten sind wieder der MSCI World, Emerging Markets als Abrundung. Dann haben sie die Industrieländer und eben auch die wachsenden, oder Nasdaq, DAX, S&P 500. Also da sind jetzt keine irgendwelchen Exoten dabei quasi. Also die Leute wissen schon, was sie machen. Sie können bei ETF auch mal so einen Sparplanvergleich machen. Sie sollten sich halt überlegen, wie viel will ich anlegen, welches ETF will ich nehmen, welchen Broker, hast du schon gesagt, da ist es schon der wichtig, der am billigsten ist. Der am günstigsten ist. Günstigsten. Klingt immer so billig. und hier bei Extra ETF oder Just ETF, da gibt es Sparplanvergleiche, da können Sie gucken, wie viel bieten die an, was kosten sie und so weiter. Also da sollte man sich vorher vielleicht ein bisschen
Und dann natürlich über eine Börse wie GetEx, die dann auch nichts kostet, dann haben die da das Optimum. So, wir sind schon ganz schön über der Zeit. Wir haben eine Stunde rum. Jetzt würden wir noch mal ganz kurz so die Grundlagen des Börsenhandels. Ja, das machen wir aber ganz schnell. Das machst du ganz schnell. Du kannst so schnell reden. Wer das schon bei Aktien oder so mitbekommen hat, das geht eben bei ETFs genauso. Der kann jetzt vielleicht mal kurz aussteigen. Aber oder es zur Wiederholung. Also man lernt ja durch Wiederholen. Gut, also ETFs ordere ich genauso wie Aktien. Welche Orders gibt es hier, billigst oder bestens Orders? Hier muss man beachten, also wir hatten auch immer wieder schon mal Anrufe. Ich habe jetzt eine Billigst-Order gegeben, aber wenn ich jetzt den gestrigen Tag anschaue, meine Order wurde gar nicht zum billigsten Kurs ausgeführt. Billigst oder bestens ist ein bisschen ein blöder Ausdruck im Deutsch, zu Englisch oder in Englisch heißt es Market. Das heißt, die Order wird schnellstmöglich zum aktuellen Preis ausgeführt, so schnell wie möglich. Und ich komme den Preis, den eigentlich ich im Internet sehe, wie der gestellt wird, wenn ich Realtime-Kurse habe, eigentlich ausgeführt. Natürlich ist da auch Voraussetzung, dass die Stückzahl passt, wie ich schon gesagt habe. Dann gibt es die Limit-Order. Das heißt, die Order wird zum vorgegebenen Limit höchstens ausgeführt bei Kauf, mindestens beim Verkauf. Und der Anleger bleibt vor Überraschungen verschont. Wann man die einsetzt, kommt in der nächsten Folie. Dann gibt es natürlich auch bei ETFs die Stop-Buy-Order, die eigentlich relativ wenig, keine große Rolle spielt. Auch die Stop-Loss-Order bei ETFs. Da muss eigentlich, sage ich jetzt mal, jeder selbst wissen, wie viel Verlust ertrage ich da. Also jetzt rede ich jetzt nicht mehr von den Sparplänen, da würde ich nicht drauf schauen, die ich langfristig anlege, sondern wenn ich mir jetzt ein ETF kaufe, 1000 Stück oder 500 Stück und sage, okay, ich spekuliere jetzt drauf, dass das Ding steigt, kann natürlich auch fallen. Wie viel Verlust will ich da sozusagen in Kauf nehmen, bevor ich da die Reißleine ziehe und es noch mehr Verlust werden, wobei natürlich die Preise auch immer abhängig sind von den Underlying, vom DAX, vom Gold. Was man leider nicht machen kann beim ETF, dass man Stop-Loss setzt, wenn der DAX bestimmte oder wenn das Underlying bestimmten Wert unterschreitet, weil das wäre eigentlich das Interessante, sondern ich kann nur immer Stop-Loss setzen auf den Preis des ETFs und nicht auf den Preis des Underlyings. Und dann haben wir natürlich auch die intelligenten Order-Typen wie Trailing Stop oder OCO, werde ich dann gleich auch noch schnell erklären. Wann ist ein Limit sinnvoll? Also zunächst mal bei nicht ganz so liquiden, exotischen ETFs. Hier steht liquiden, also illiquiden und exotischen ETFs. Wenn der Markt sehr volatil ist, dass ich einen Sicherheitspuffer habe, wenn ich damit rechnen muss, dass wenn ich meine Order aufgebe und dann verändert sich der Kurs dermaßen, dass ich eigentlich nicht mehr kaufen möchte. Und wenn die Marktsize überschritten wird, damit eben ich dann nicht, wenn jetzt 1000 Stück angeboten sind und ich ordere 2000 Stück, dass ich dann eben auch dementsprechend vielleicht 1% oder wie auch immer mehr bezahlen muss, weil eben 2000 Stück nur 1% höher hergehen als wie die 1000 Stück. Das Problem bei einer Limit Order ist natürlich, dass ich nicht in den Markt reinkomme, weil ich mein Limit zu niedrig oder was ich nicht rauskomme, weil ich mein Limit zu hoch gesetzt habe. Das ist halt dann immer das Problem, das muss dann auch jeder selber sehen. Also ich würde bei liquiden ETFs, die ich in einer Size handle, da wird eher relativ große Size immer angeboten, die eigentlich die normale Anleger-Size übersteigt. Da brauche ich dann auch kein Limit setzen, wenn ich da in den Markt unbedingt rein will. Das ist die Frage. Dann Stop-Loss. Habe ich schon gesagt, das Absichern gegen zu große Verluste. Das heißt, wenn ich jetzt einen ETF kaufe und bin der Meinung, okay, der DAX steigt in den nächsten 2 Wochen an oder MSCI World oder Nasdaq, je nachdem, was ich eben nehme, okay, ist alles gut. Aber es kann natürlich auch sein, dass meine Meinung falsch ist und dann muss ich mir bevor ich das ETF kaufe, schon mal Gedanken drüber machen, was passiert, wenn ich nicht recht bekomme. Wie viel Verlust will ich ertragen oder wie viel kann ich ertragen, ohne dass es mich jetzt da, auf Deutsch gesagt, den Kopf kostet. Ja? Und da kann ich dann natürlich einen Stop-Loss setzen. Das heißt, ich werde dann, die Order läuft bei uns dann als passive Order ein. Wir sagen passive Order dazu. Der Market Maker sieht die Order erstmal nicht.
Und wenn dann eben der Bereich oder das Limit erreicht ist, das ich als Stop-Loss-Limit gesetzt habe, dann geht die Order erst ins Orderbuch und wird dann verkauft. Da gibt es also auch zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache einfach nur eine Stop-Loss-Order, dann geht die Order bestens ins Orderbuch. Das heißt, sie wird so schnell wie möglich verkauft zum nächsten Kurs. Oder ich kann dann noch mehr Limit geben, wobei ich sagen muss, also Limit konterkariert eigentlich Stop-Loss. Denn es kann natürlich dann passieren, dass mein Stop-Loss-Limit erreicht ist, meine Order wird aktiviert, geht als aktive Order ins Orderbuch, aber leider ist mein Limit, das ich dann noch mitgegeben habe, zu hoch und wird trotzdem nicht ausgeführt und der Markt geht nach unten. Also ich persönlich würde nie eine Stop-Loss-Order setzen mit einem Limit, weil das, dann brauche ich keine Stop-Loss-Order setzen. Ja. Man stellt sich ein Bein quasi. Richtig. Und das Problem ist halt, man sollte eben nicht zu eng am Kurs sein. Gerade in den volatilen Märkten hat man natürlich dann die Gefahr, erstens eine Stop-Loss-Lawine. Das heißt, ich würde auch nie irgendwie zu runden Kursen das Limit eingeben, sondern lieber mal 5 Cent drüber. Als wie, wenn jetzt eine ETF bei um die 100 steht, wenn ich bei 100 raus will, dann würde ich nicht 100 eingeben, sondern 100,05 oder 100,10, weil das Signal ist dann auch schon egal, sage ich jetzt mal, und komme dann vielleicht auch bei 100 raus. Das ist wie, dass ich bei 100 das Stop-Loss setze, wo dann sehr viele Stop-Loss vielleicht drin sind oder auf Niveaus, wo ja immer wieder empfohlen wird. Gibt ja hier die diversen Anlegerzeitungen, die dann schreiben, Kauf von XY mit dem und dem Kurs, aber Stop-Loss bei so und so. Würde ich nicht machen, würde ich ein bisschen drüber gehen, weil eben da sehr viele dann eben reingehen und dann wird Order nach Order ausgeführt. Das heißt, es gibt eine Zeitpreispriorität sowohl bei uns als auch bei Xetra. Das heißt, der, der als erstes die Order eingegeben hat, der steht als erster zum Verkauf an, dann kommt der zweite, der dritte, der vierte. Wenn ich dann irgendwo der 25. oder 30. bin, dann habe ich wahrscheinlich schon ein Problem im Kurs, dass eben meine Stop-Loss-Order zum Kurs ausgeführt wird, den ich eigentlich nicht mehr haben will. Und wovor eine Stop-Loss-Order leider nicht schützt, ist natürlich vor dem Overnight-Risiko. Das heißt, wenn ich einen Stop-Loss eingebe und wir haben geschlossen, gut, jetzt haben wir bis 22 Uhr auf, aber zwischen 22 und und 8 Uhr in der Früh, bis wir wieder aufmachen, passiert irgendwas auf der Welt, es kommt zu einem Crash, dann schützt natürlich auch die Stop-Loss-Order davor nicht. Das heißt, mein Stop-Loss würde dann sofort aktiviert werden und wird aber dann zum entsprechenden Marktpreis, den man dann hat, ausgeführt. Also meine Order wird nicht zwingenderweise oder zwangsweise zum Stop-Loss-Limit ausgeführt. Es kann auch sein, dass es dann eben drunter ist und das ist halt einfach das Risiko. Ich habe ja schon gesagt, es gibt nichts an der Börse ohne Risiko und das ist einfach das Risiko, das man tragen muss an der Börse. Intelligente Ordertypen, OCO. Bei einer OCO-Order geben Sie zwar eine Order, welche Bank also das anbietet, weiß ich also nicht, aber es gibt Banken, die bieten es an. Sie geben eine Order ein, aber bei uns kommen zwei Orders raus. Und zwar einmal ein Verkaufslimit, das logischerweise über dem Kurs liegt, wenn Sie verkaufen wollen. Und zum Zweiten eine Stop-Loss-Order, ein Stop-Loss-Limit, das man allerdings, Gott sei Dank, nicht als Stop-Loss-Limit-Order eingeben kann. Also ich kann nicht ein drittes Limit mitgeben, dass ich mit der Stop-Loss-Order auch noch ein Limit mitgebe, sondern das wird dann eben eine normale Stop-Loss-Order, die dann eben bestens ins Orderbuch geht. So, und jetzt bewegt sich der Kurs und je nachdem, welches Limit zuerst drankommt, wo der Kurs zuerst hinläuft, wird die andere Order automatisch gelöscht. Man muss also keine Angst haben, dass jetzt plötzlich zwei Orders drinstehen. Ja, bei uns stehen zwei Orders, aber die sind miteinander verknüpft. Das heißt, geht das ETF nach oben, kommt irgendwann mal die grüne Linie zum Vorschein. Das heißt, oder ist hier mein Verkaufslimit, ganz normal, mein ETF wird mit meiner Order ganz normal verkauft. Geht das ETF nach unten, habe ich das Stop-Loss-Limit gesetzt und das Stop-Loss wird aktiviert. In dem Moment wird diese Order hier gelöscht, und zwar automatisch. Da braucht keiner mehr was machen. Das ist so programmiert, das ist die Form der OCO, oder heißt one cancels the other, auf gut bayerisch gesagt.
Die nächste intelligente Ordertyp, was eigentlich mein, ja, ich sage einmal Lieblingsordertyp ist, wenn ich Bestand habe, ist die Trailing Stop Order. Das heißt, ich gebe ein Stop-Loss-Limit ein, eine Stop-Loss-Order, und definiere einen Abstand zum jetzigen Kurs. Sagen wir mal, der Kurs ist jetzt bei 110 und jetzt gebe ich ein Stop-Loss-Limit von 105 ein mit einem Abstand von 5 Euro. Man kann also diesen Abstand prozentual oder absolut in Euro eingeben. Ich sage es jetzt mal der Einfachkeit halber einfach in Euro. Das heißt, der Kurs ist 110, ich gebe ein Stop-Loss bei 105 ein. Was passiert normalerweise? Ich sage jetzt mal mit einer Stop-Loss-Order, der Kurs fällt auf 105. Mein Stop-Loss wird aktiviert, wird verkauft. Was passiert, wenn der Kurs steigt bei einer normalen Stop-Loss-Order? Der Kurs steigt und steigt und steigt und irgendwann fällt er auf 105. Mein Stop-Loss greift, wird mit 105 verkauft. Nicht so bei der Trailing-Stop-Order. Ich habe ja einen Abstand eingegeben. Das heißt, wir haben 110 Kurs, 105 Stop-Loss. Der Kurs steigt auf 115. Ich habe 5 Euro Abstand eingegeben. Mein neues Stop-Loss-Limit ist 110. Der Kurs steigt auf 120. Mein neues Stop-Loss-Limit ist 115. Irgendwann wird der Kurs nicht mehr weiter steigen, sondern fallen. Und wenn er dann eben diese 5 Euro gefallen ist, zum Beispiel von 120 auf 115, wird mein Stop-Loss mit 115 ausgeführt und nicht, wie ich ursprünglich eigentlich gemeint habe, mit 105, wo ich mir den Sicherheitspuffer gesetzt habe. Also ich profitiere da von den steigenden Kursen. Ich nehme die Gewinne mit quasi. Ja, und ich profitiere von meiner Meinung, dass der ETF oder die Aktie, die ich habe, eben steigt. Darum habe ich die ja gekauft. Ne? Und kaufe die nicht, wenn ich von Haus aus der Meinung bin, ist sie fällt. Ja? Ich profitiere erstmal von den steigenden Kursen und dann, wenn es dann gedreht hat und nach unten geht, dann wird meine Aktie verkauft. Also das ist meiner Meinung nach ein super Ordertyp, wo man eben zur Absicherung und wo man da einsetzen kann. So, und jetzt dreh du. Okay, nochmal kurz die Vor- und Nachteile von ETFs. Also man kann ETFs mit allen Ordertypen ordern. Man investiert in den ganzen Markt. Man hat niedrige Kosten, niedrigere Kosten wie bei Fonds und niedrigere Kosten, wie wenn ich jetzt diesen Index selber nachbilden würde. Das ist sowieso unmöglich. Ja? Also ich kann nicht 40 DAX-Werte in der Gewichtung vom DAX kaufen. Das sind Kosten ohne Ende. Das wird sich nie rentieren. Ja? Es ist transparent. Man weiß, wohin man investiert, was das Underlying ist, man kann es über die Börse jederzeit kaufen und verkaufen, was nicht bei allen Fonds im Übrigen die Möglichkeit ist. Manche Fonds muss man auch über die Vorgesellschaft zurückgeben, was dann wieder eher schwierig ist. Dauert dann 3-4 Tage, bis man einen Kurs kriegt. Also man weiß nicht, was man da kriegt. Das ist einfach der Handel wie ganz normal mit Aktien oder mit Anleihen. Das heißt, ich gebe meine Order ein, wird ausgeführt und ich weiß, wie der Kurs ist. Ich habe immer eine breite Streuung und eine Diversifizierung, was das Risiko mindert und niedrige Kosten. Ich habe keine Endfälligkeit wie bei Anleihen oder wie vielleicht auch bei anderen Fonds. Und die Voranteile sind im Sondervermögen. Das heißt, wenn der Emittent in Konkurs geht, bleibt mein Geld erhalten. Ist also sehr einfach zu investieren mit geringen Kosten. Wo Vorteile sind, sind natürlich auch Nachteile. Gut, dass Kurse nicht immer steigen, sondern auch Indizes fallen können, ist sowieso klar an der Börse. Nicht alle Indizes sind so transparent aufgebaut, dass man jetzt so einfach nachvollziehen kann, was das für ein Index ist. Gerade die kleineren, die du ja schon genannt hast. Ich habe das Wechselkursrisiko, das ich auch bei Währungsanleihen habe, aber genauso das Wechselkursrisiko. Wenn der Index 1:1 nachgebildet wird, kann es zu gewissen Tracking Errors kommen, dass ihm das nicht genau 1:1 mitläuft, aber es wird nicht passieren, dass der DAX steigt und das ETF auf dem DAX, das auf dem positiven DAX geht, fällt. Also das kann es gar nicht sein. Gut, das Konkursgehen mit dem Swap ETF hat man auch schon. Genauso wenn die Emittenten, die Basisprodukte,
die sie kaufen, oft an Leerverkäufer verleihen. Aber da gibt es auch inzwischen Regularien. Das heißt, die Emittenten verdienen sich dann ein bisschen Geld dazu, indem sie die Aktien verleihen. Und hat man auch schon ETFs, können jetzt mangels Masse geschlossen werden. Sehe ich jetzt nicht so das große Problem, wenn man größere ETFs nimmt von größeren Anbietern. Und wenn die geschlossen werden, ist es meistens so, dass ich eben dann das ein anderes ETF von dem Anbieter bekomme, weil die ja werden nicht jetzt geschlossen, sondern werden dann fusioniert und dann bekomme ich eben das andere ETF mit denselben Assets, was da ist. Also da hatte ich auch schon Anrufe, oder ich finde mein ETF nicht mehr und so, und das hatte dann eine andere ISIN und also man muss, wie alles an der Börse, muss es schon beobachten und man muss ja vorher informieren, nicht einfach blind irgendwo ein ETF kaufen, wo ich nicht weiß, was da drin ist. Ich meine, jeder, der ein Auto kauft, der geht dreimal zum Autohändler und schaut sich das Auto an und lässt sich alles vorführen. Und ich habe oft den Eindruck, dass wir alle als Anleger, also ich schließe mich da auch mit ein, eher dazu leichtgläubig sind und dann einfach hergehen und sich da nicht informieren, wobei das wesentlich einfacher ist. Ich brauche nicht einmal jetzt irgendwo hingehen, sondern ich kann im Internet nachschauen und kann das googeln. Und selbst wenn ich die Kennnummer von dem ETF weiß, in welches investieren will, wenn ich jetzt auf unserer Internetseite das rausgefunden habe, gebe ich einmal die Kennnummer ein und dann wird mir dieses ETF auch in Google angezeigt oder auf den Suchmaschinen angezeigt und kann dann da reingehen und kann mir das dann anschauen, was haben die für Werte drin, wie hat das performt und so weiter und so fort. Weil auch das beste Auto kann ein Montagsauto sein oder einen Crash erleben. Ja, also insofern, ich habe aber noch nie ein Montag-ETF gesehen. Okay, dann machen wir weiter. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Ja, das sind die Dinge, die man halt an der Börse beachten soll. Also ruhig bleiben, wie gesagt, das Renditedreieck von DAI. Man hat immer wieder alles aufgeholt. Man sollte nicht mit Geld investieren, das man jetzt in absehbarer Zeit braucht. Also wenn ich jetzt vorhabe, mir in einem halben Jahr bleiben wir beim Auto, ein Auto zu kaufen, würde ich mir also weder ein ETF noch Aktien von dem Geld kaufen, weil wenn ich die nach einem halben Jahr verkaufen muss, weil ich ein neues Auto will, dann geht es meistens in die Hose und ich soll auch immer ein bisschen einen kleinen Grundstock haben. Kühlschrank und Fernseher gehen immer gleichzeitig kaputt, sind irgendwie verlinkt, damit ich dann nochmal auch mir was Neues leisten kann. Gewinne sind schön, werden immer schöner, wenn man sie laufen lässt. Das heißt, die Anleger verkaufen oft zu früh und lassen die Gewinne nicht laufen. Das korreliert mit dem dritten Verlust, die werden nicht besser, wenn man sie einfach liegen lässt. Aber ein schönes Beispiel, Anleger hat 3.000 Euro, zwei Positionen, jeweils 3.000 Euro wert. Er braucht jetzt diese 3.000 Euro, auf der einen Position liegt er 300 Euro vorne, auf der anderen Position liegt er 300 Euro hinten. Welche Position verkauft er? Die, wo er 300 Euro vorne liegt. Warum? Weil ihm das ein besseres Gefühl gibt und die Verluste behält er. Wenn ich das immer so mache, dann habe ich irgendwann nur noch Verluste im Depot. Also man soll hier auch eben sich Gedanken machen, wie viel Verluste kann ich vertragen, damit ich halt einfach noch gut schlafen kann, sage ich jetzt einmal. Ja? Und das immer genau abwägen, was ist jetzt wirklich die bessere Alternative und nicht auf den Verlust schauen oder auf den Gewinn schauen. Dann des Viertens, Verluste werden auch nicht besser, wenn man weiter in die gleichen Verlustbringer investiert. Klar, verbilligen kann ich einmal machen, aber bestes Beispiel ist da Telekom, die damals an und dazu mal mit 100 rausgekommen sind. Dann hat es mit 50 die nächste Tranche war irgendwo, glaube ich, bei 35 und jetzt sind sie 22. Also wenn ich da verbilligt habe und immer wieder die Tranchen nachgekauft habe, klar, die waren auch schon mal bei 19. Wer sich dann noch getraut hat, da was zu kaufen oder wer dann noch Geld hatte, ja, der hat es vielleicht jetzt schon langsam beim Einstandskurs, aber jahrelang irgendwo im Depot rumliegen und vor allen Dingen Geld investiert, was es vielleicht besser in irgendwelche Highflyer investiert hätte. ETFs, genau. Dann Umschichten von Depots hat natürlich seinen Preis, hat man auch schon, ja, wenn ich 40 DAX-Aktien kaufen will, das kostet ein bisschen. Und wenn ich nur auf Werte mit großen Chancen abziele, das ist wie ein Ritt,
hier steht auf dem Vulkan. Ich würde sagen, ein Ritt auf der Rasierklinge, denn es gibt nichts an der Börse, was große Chancen hat, obwohl nicht auch ein großes Risiko ist. Ja, da kann man bei den Asset-Klassen anfangen. Wir haben die Aktien, die gewisse Risiken bergen und gewisse Chancen haben. Dann haben wir die Anleihen, die gewisse Risiken und gewisse Chancen haben. Die Chance ist nicht ganz so groß, das Risiko ist auch nicht ganz so groß. Bei Aktien ist es größer. Und dann haben wir, nehmen wir Optionsscheine, ja, wo ich sehr viel verdienen kann, aber eben auch alles verlieren kann. Also es gibt an der Börse nichts, was ohne Chance gibt, ohne Risiken. Bei ETS muss man bei so Modethemen wahrscheinlich richtig auch, die ja dann mords nach oben gehen, aber halt nur auf Sicht quasi. Das glaube ich bei dem Wirtschaft noch. Ja, todsichere Tipps. Wir geben ja keine Tipps. Wir geben keine Tipps ab und schon gar keine todsicheren Tipps. Die eben immer die beste Rendite gibt es gar nicht. Ja, weil auch der Redakteur, der das schreibt, der muss jede Woche in die Zeitung was reinschreiben, was ein todsicherer Tipp angeblich ist, weil sonst kauft keiner die Zeitung. Ja. Und gut, dass ich mein Depot nie aus den Augen lasse. Und man sollte eigentlich immer regelmäßig überprüfen, ob das Depot noch den Ideen entspricht, die ich bei der Beginn der Kapitalanlage hatte, beziehungsweise wie bin ich ausgelastet? Was habe ich Cash? Was habe ich an Aktien investiert, was habe ich in risikolose Papiere investiert, was liegt von mir aus auf ein Festgeld, ja, immer irgendwo da ausrechnen und dass ich nicht plötzlich irgendwie am High 80% in Aktien investiert bin oder irgendwas. Oder beim Sparplan kann ich ja auch überlegen, sind es noch die ETFs, die ich vor 3-4 Jahren da genommen habe oder ja, wechsle ich da vielleicht auch mal. Genau. Und dann langer Zeithorizont geht wieder auf dieses Dreieck zurück, eben wenn ich das länger liegen lasse. Bisher ist dann auch jeder rausgekommen und wo ich mich drum kümmern muss, um die Verlierer, nicht um die Gewinner. Also die Gewinner, die kümmern sich um sich selbst. Ja. Das bereitet mir Freude, ja, wenn ich Gewinne habe, bereitet mir noch mehr Freude. Das ist das Problem, wenn ich es verkaufe, weil dann sage ich, ja, aber wenn ich halt Verlierer im Depot habe und verkaufe die mit Verlust, das tut dann dem einen oder anderen weh oder rein psychologisch ist das eigentlich dann für uns nicht ganz so prickelnd und drum lassen die meisten eben auch die Verlierer im Depot liegen und verkaufen nicht die Gewinner, wo man eigentlich dann sagt. Das ist wie beim Bundestrainer, der lässt ja auch gern die Verlierer spielen. Genau, anstatt der U17. Genau, da wären es doch. So, jetzt kommt noch so ein kleiner Werbeblock, der bleibt natürlich an mir wieder hängen. Also die meisten von Ihnen werden eh über den Newsletter von uns schon auf das Seminar aufmerksam geworden sein. Darum brauche ich da, glaube ich, gar nicht näher darauf eingehen. Wenn Sie ihn noch nicht haben, gerne abonnieren, dann erfahren Sie einmal in der Woche so ein bisschen das Wesentliche, was an den Märkten so passiert. Wir beide irgendwie sind wieder morgen im Börsenkeller. Bis dahin ist er hoffentlich warm. Ja, wenn uns der Nikolaus nicht noch holt heute Abend. Wenn uns nicht der Nikolaus holt. Also wenn es ausfällt, dann wissen Sie warum. Es ist immer um 15 Uhr, 15 Minuten streiten, diskutieren, reden wir beide über das aktuelle Marktgeschehen. Da können Sie sich gerne, auf unserer Webseite finden Sie die Möglichkeit, sich da noch schnell anzumelden. Und wenn Sie noch Fragen haben an uns, ich sehe nämlich keine im Chat, dann können Sie die gerne an uns richten. Da steht jetzt noch die Frau Hortner, habe ich gerade gesehen. Nein, habe ich schon mal gesehen. Die freut sich auch, wenn Sie ihr eine Mail schreiben. Sie können auch an kirsten@börse-münchen oder an die info@börse-münchen.de, die kommt eh meistens bei mir auch raus, schreiben. Dann meistens kommen einem die Fragen ja erst, wenn man noch zweimal durchgeschnauft hat und denkt, ach verdammt, jetzt habe ich vergessen, das zu fragen. Insofern vielen Dank, dass Sie bis zum bitteren Ende jetzt bei uns dabei waren. Das war das letzte Seminar in diesem Jahr. Wie alle Seminare wurde es aufgezeichnet. Also Sie können das Aktien- und Anleihen-Seminar auch noch als Video sich anschauen. Hat den Vorteil, da kann man vorspulen und zurückspulen, wie man will. Ansonsten wünschen wir Ihnen noch einen guten Jahresausklang, dass die Jahresendrallye weitergeht. Da werden wir uns morgen drüber unterhalten, denke ich mir. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute weiterhin. Sollten Sie noch im Büro sein und nach Hause müssen, Vorsicht, es ist immer noch glatt, wenigstens hier bei uns. Richtig. Ansonsten schöne Weihnachten auch von mir an alle. Und